Also wir sind hier zu einem Einsatz für einen Bus mit Brandschaden im Motorraum gerufen worden. Beim Eintreffen wurde festgestellt, dass keine Personen mehr im Fahrzeug waren. Es waren drei Kinder im Fahrzeug beim Brandausbruch. Die Kinder wurden durch örtliche Mütter nach Hause gefahren. Der Bus stand hier schon am Seitenweg. Es waren Rauchwolken aus dem Motorraum zu sehen. Beim Öffnen der Motorklappe schlugen Flammen aus dem Motorraum. Diese wurden dann schnell gelöscht mit der Schnellangriffsanrichtung. Es wurden vorher zwei Feuerlöscher verbraucht, die den Entstehungsbrand erstmal eingedämmt haben. Und dadurch ist größerer Schaden vermieden worden.